Ein wunderschönes Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen bei meinem ersten Horror-Game auf diesem Kanal. Es ist am 30. Mai rausgekommen und ich freue mich ehrlich gesagt schon, es zu spielen. Oh, das wird cool, finde ich, denke ich mal. So, ich habe mir des Öfteren schon mal so einen Trailer angeguckt oder so. Ich muss sagen, da hat mir das sehr gut gefallen. Kurz und knapp für die Leute, die es interessiert, was genau hier passiert, weil das Bild ja sieht ja schon mal ein bisschen freaky aus. Diese Frau hat oder ist blind indirekt. Hat aber die Fähigkeit von einer Fledermaus. Also sprich, durch Klackgeräusche, immer diese Geräusche so, entstehen ja Schallwellen. Und diese Schallwellen sieht sie halt, was da so im Raum ist. Das heißt, sie kann so als Geräusch machen. Dann kommt da ein Geräusch. Und das gibt halt die Umgebung einmal für einen Augenblick frei. Genauso wie die Schritte unter ihr einen gewissen kleinen Bereich freigeben. Oder der Wind zum Beispiel was freigibt. Und ich denke mal, es handelt sich dabei um einfach nur eine Story. Ich habe leider noch nicht die Beschreibung durchgelesen, worum es ganz genau darum geht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man halt sie spielt. Und man durch diese Klackgeräusche, sprich die Schallwellen, sich den Weg dadurch bahnen muss. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das mit Horror noch zu tun haben soll, weil da Indie-Action oder Indie-Abenteuer auch mit draufsteht als Genre. Insofern lasse ich mich einfach überraschen und ich hoffe, ihr werdet das genießen und könnt mir auf jeden Fall eine Kommentare hinterher mal reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und ob ihr euch so sagt von wegen, boah, voll geil, hau weiter was raus damit. Oder ob ihr euch sagt so von wegen, kacke, wollen wir nicht. Bläh. So, ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall spielen. Alleine schon, weil ich da ziemlich lange drauf gewartet habe. Und mal gucken, was daraus wird jetzt. Richtige Cassie, stille Nacht. Bevorzuge meinen Charakter lieber auf der stillen Seite. Cassie wird nur reden, wenn es für die Handlung entscheidend ist. Ich will meinen Charakter kennenlernen. Cassie redet oft. Dann nehme ich das mit dem oft reden. Vielleicht beruhigt es mich. Basiert auf Wahrheit. When you're blind, you learn a thing or two about trust. Blind ist, lernt man das ein oder andere. You learn who to trust. Ich lese selber. You learn what to trust. Focus, Cassie. What's this sound? A fan. Good. Now, what's in front of a fan? I don't know. Cassie, sounds are how we see. Listen. Tap your cane. It's a coffee mug. Right. Excellent. Though you are without sight, it does not mean you cannot see. And most importantly, you learn to trust yourself. Even if that means hopping on the first flight to Boston to find the mansion from your nightmares. I don't know why I've been having these dreams for months now, and I certainly don't know what's waiting for me at Echo Bluff. But I do know I can't take much more of the torment. So I'm trusting myself to get to the bottom of it. Listen, I need to do this. Okay, turn to the cafe for a few hours. I'll be there soon. I'm at the door. Wait, don't hang up. Voll geil. Das sieht doch mal richtig geil aus. Also ich kann noch nicht rennen. Thank you.
Ja, ich weiß, das wird definitiv irgendwann nicht mehr so gut sein. Alter, und ich als Schisser durchs Dunkle laufen zu müssen. Oh, das ist gar nicht mein Fall, aber egal. Ist auf jeden Fall krass. Hello. I know nobody's there, but I'm just doing my due diligence. Hello? Probably should have worked out a plan if someone is, you know, here. Zum ersten Mal schrocken. Moving out or moving in? Nobody's supposed to be here. Holy shit! Deep breaths, Cassie. You're here for a reason. In my dreams, I always see a rope, a ticket, an apple, and an axe. Maybe start there? Holy shit! Hate. Es geht doch schon mal richtig gut los! Ihr hasst Feuer. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses hasse? Ich hasse es im Dunkeln, ne? Dearest Richard. Happy anniversary, my love. What a perfect way to begin our 10th year together. New house, new baby on the way. I know this fresh start is the perfect way to complete our family. Felicia. What was that? A memory? Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Aber oh doch, das ist geil! Erst was trinken. Oh, herrlich. Nein, ich gehe da nicht lang. Ich muss da lang. Egal. What was that? Thank you.
Hello? Okay. Hello? Kinderzimmer! Ich will was sehen! Now Cassie, that music box belongs to St. Joseph's, not to Cassie Thornton. Put it back. I need the music box to help me fall asleep. It's a new house. I'm scared to go. But I love this song. Okay, okay. Fine. I'll leave it for the next girl. Us? Wish I'd left that one buried in the backyard. What brought that back? Doppelte Schallwellen stehen sich gegenseitig im Weg. What the hell does it mean? I've always loved this agate's healing properties, but last week when I had a stomach ache. Wish I'd left that one buried in the backyard. Lange her, dass ich so eine Gänsehaut hatte, Alter. Da gehört was zu. Also, selbst bei gruseligen Filmen, ja, da kriege ich keine Gänsehaut. Aber, Alter, ich habe eine fucking Gänsehaut. Da habe ich mir das beschissene Spiel ausgesucht. In the strangest places around the house. The last one I threw over the side of the cliff because it made me feel dizzy when I touched it. But here it is. The same one with the unstitched eye back under our bed. And it's a little soggy. Okay. Tossing and turning and tossing and turning. I used to sleep on my belly before I got pregnant. Now I roll around like a woman possessed. This baby kicks so frantically sometimes. It must be very excited. I hope. Manuals don't prepare you for is that first kick. It feels like you swallowed a big fat goldfish and it's flopping around in your stomach. Maybe we'll name her Goldie. Mein Kind Goldie nennen, alles klar.
friendly, mind you, but rough around the edges. Wary of outsiders. There's a sort of paranoia in the air. A collective nervousness of the folks here. They're a jittery sort that could use a downer here or there. I wonder if it's due to the town's fishing village nature, a sort of impermanence that comes with working in the sea. An odd place, but not entirely unpleasant, just charged. That, or they didn't like this house's previous owners. Okay. Eine Treppe. Bevor ich herausfinde, was mich genau da jagt. Oh mein Gott. And I just forgot. What the hell? Who's here? Prescribed me for morning sickness. I left my purse in the car. Yeah, sure. I'll grab him. Jesus. Heilige Scheiße! Imagining things, Cass. So offensichtlich war's. Delphi, text to speech. Patient, Briar, Felicia. 20 milligrams fluoxetine, tabs. Instructions, take twice daily with water. Dr. Richard Briar. What kind of doctor prescribes to his own wife? New text message from Serge. Hey, about to board. What's up? Not angry, just concerned. Look, I need answers. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. Message sent. This place feels different.
Hä? Was soll das denn? Oh. Snooping. Each one is absolute crap. I've got a stack of JAMA journals up to my chin, and every issue is stuffed with pompous pseudo-intellectual prattle about the dangers of the medical model and the anti-pharmaceutical movement. Do no harm, my ass. One of my colleagues going to get back to what matters, the patient. A commentary on the state of Benny's. This dribble serves no one. Fuck. Egal. Ganz ehrlich, Leute, wenn euch das bis jetzt gefallen hat und ihr habt Bock, noch mehr davon zu sehen, haut mir was in den Kommentare. Ganz ehrlich, mir macht's nach Heidenangst definitiv, aber ich hab irgendwie trotzdem voll Bock, mir die Hose zu kacken. Also, wenn es euch genauso gefällt, das Spiel zu sehen und meine Schreie dabei zu haben, an so ziemlich jeder zweiten Stelle, wo irgendwas passiert. Lasst mir bitte ein Like da, wenn ihr das mögt. Ansonsten Dislike, ist ja klar. Eure Meinung, das Wichtigste. Und ganz besonders Kommentare bitte. Ich will eure Meinung zu diesem Spiel und ob ich das weiterspielen soll und so hören. Insofern, hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.